Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Mod-Vorstellung hier auf meinem Kanal. Und heute schauen wir uns mal die Pixelmon-Mod an. Ja, die Pixelmon-Mod bringt Pokémon in Minecraft. Und nicht nur Pokémon, sondern auch Kämpfe. Auch ja, die ganze Evolution. Ja, und noch viel mehr. Aber naja, lasst uns erstmal eine neue Welt erstellen. Lasst uns mal reingehen. Sehen, was uns da erwartet. Dort oben. Da rennen sie. Das ist natürlich ein bisschen laggy, weil gerade meine Welt generiert wird. Sorry dafür. Da rennen sie, die Pokémon. Zumindest ein paar von ihnen. Dies ist eine von Fans erstellte Modifikation. Alle Marken- und urheberrechtliche Dinge gehen an, genau, Pokémon Develop. Willkommen in der Welt von Pixelmon. Vielen Dank für die Installation dieser Modifikation. Jetzt wieder dein Starter-Pokémon. Oh, jetzt seht, wir haben ein paar Starter-Pokémon zur Auswahl. Uff, wen nehme ich denn? Bisasam, Indivi, Gekabor. Kurze Info vorab, ich habe. Boah, wann habe ich das zuletzt Pokémon gespielt, Alter? Das ist schon Ewigkeiten her. Das habe ich noch damals auf dem Nintendo DS gemacht. Falls ihr den noch kennt. Der gute alte Nintendo DS. Welche Edition waren das? Rot? Wie ist sie rot damals? Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall habe ich es nie durchgespielt, okay? Das heißt, ich kenne mich auch so gut wie mit keinem Pokémon wirklich aus. Aber, ich wurschte da schon irgendwie was zusammen. Gut. Ja, mich lächelt aber diese Katze hier an. Flammiau. Gegenüber Menschen, die zu aufdringlich sind, verschließt er sich. Übermäßiger Körperkontakt ist für Flammiau selbst bei guten Freunden tabu. Okay, los geht's. Oh, what the hell? Das ist ja... Ah! Kommt auf mich zu, Mensch! Oh Leute, was haben wir denn hier alles? Oh, mein Gott. Also, wie Golgantis spawnt in jedem Dings, auf jeden Fall. Gut. Also, wie ist das aufgebaut? Wir haben hier links eine Leiste, wo ihr 6 verschiedene Pokémons haben könnt, also mitnehmen könnt. Dann haben wir hier unten 4 Sachen. Mein Gott, lass mich doch in Ruhe. Einmal haben wir unsere Trainerkarte. Wir haben das Pixelmon-Wiki, wir haben den Pokédex und wir haben Quests. Und mit U haben wir hier unsere Karte, da sehen wir, wie viele Pokémon wir entdeckt haben. Es gibt 923 Pokémon in dieser Mod. Huiuiuiui, Alter. Dann mal viel Spaß, das Ding durchzuzocken. So, wir können hier auf jeden Fall ein paar Farben anpassen, auch ganz nett. So, dann mit K können wir das Wiki öffnen, das gucken wir uns aber vielleicht mal später an. Und mit I... haben wir den Pokédex. Oh, schön Design auf jeden Fall. Flammiau. Genau. 4,3 Kilogramm. Dann seht ihr, wo er genau spawnen kann, in welchem Biom. Was ist das denn hier? RB, GS, GP, XY, SM, SS. Was ist das? Hm. Naja. Boah, hier seht ihr. Könnt ihr ja schon mal ein paar raten. Oh, der sieht lustig aus. Also ihr seht, es gibt auf jeden Fall genug. Bist du denn? Wie süß. Du bist ein Zigzags. Schaut euch diese Models an, Alter. Gut, dann... Was ist das denn? Tut mir leid, ich bin noch ein bisschen angeschlagen. Wie er sich fortbewegt. Er rollt einfach. Das ist ja... ein Volley. Cool. Das ist das erste Mal, dass ich in einem Eisbion spawne. Und hier haben wir auch schon unsere erste Arena. Schaut mal, eine Eisarena. Das ist ja cool. Die haben einen Trainer, Level 16. Also ihr überall auf der Map verstreut findet ihr Trainer. Wie ihn hier und den müsst ihr dann bekämpfen, wenn ihr wollt. Und hier haben wir eine kleine Mini-Arena mit 3 Leuten. Boah, Level 40, Level 40, Level 40. Ich bin gerade mal Level 5 mit meinem Flammiau. Hm. Okay, welches Level bist du? Level 8. Denkt ihr, ich kann das Zigzags schon mit meinem Flammiau bekämpfen? Ah, ich weiß noch nicht. So, hier haben wir noch ein paar mehr Leute. Das heißt, also Pokémon have different data, makes them different to another same species. Ja gut, die sind leider noch nicht auf Deutsch übersetzt worden. Ein Verkäufer. Und ihr seht, es gibt eine eigene Währung. Auch nice. Und das, ja, die Währung... Okay. Ach ja, genau, Bälle. Stimmt. Ja, es gibt eine eigene Währung und ihr könnt auf jeden Fall sehr viel Loot finden. Und natürlich auch Pokébälle, die ihr werfen könnt. Gut, aber dann würde ich sagen, gehen wir mal ganz kurz ins Creative Inventar. Wenn ihr seht, ich habe ja auch eure Pokémon später alle aufgelistet.
Und hier könnt ihr später auch noch Items zusätzlich adden, um die noch stärker zu machen. Gut. Ja. Pixelmon bringt zwei ganze Mod-Seiten mit sich. Und zwar einmal ganz, ganz viele Pokebälle. Und ihr seht, boah, Halleluja. Okay, wobei es sind nicht so viele, aber halt, ne? Unter anderem haben wir hier auch den guten Meisterball, der alles fängt. Und die guten Normal-Pokebälle, ein Ultraball. Der Ultraball dient dem Fang von Ultrabestien. Was sind denn Ultrabestien? Ach, das waren hier die. Ah, ja, alles gut. Timerball, damit werden Pokémon gefangen. Die Fangrate ist abhängig von der Anzahl der Runden. Düsenball, Levelball. Ah, ja. Also ihr seht, ihr könnt ja auf jeden Fall auch alle Bälle craften und so weiter. Hier habt ihr dann Heilsachen, was zu essen und Bonbons und so weiter. Genau, dann habt ihr hier spezielle Früchte, und zwar Aprikokos. Und die könnt ihr einfach überall finden, in verschiedensten Farben. Und die werden später gebraucht, um Pokébälle zu craften. Genau, dann gibt es auch Trage-Items, da sind ganz viele Gems und Orbs, die ihr später zum Beschwören von legendären Bestien braucht und von Schreien und alles. Genau, und hier haben wir TMS oder VMS. Da habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung, was das ist. Eisstrahl, Blizzard. Ach, das sind hier wahrscheinlich Fähigkeiten, die ihr einem Pokémon noch zusätzlich geben könnt. Ah, ja. Genau, Rot ist dann wahrscheinlich für Feuer-Pokémons, Gelb für Elektro-Pokémons, Blau für Wasser, Eis, Flug gibt es ja auch noch. Was war das denn? Typ Kampf? Es gibt extra Kampf-Pokémons? Okay. Naja, korrigiert mir, wenn ich falsch bin. Dann gibt es noch Rucksäcke, es gibt noch Älter-Sachen, um verschiedene Sachen einfach zu verändern. Was haben wir hier? Abzeichen, die ihr verdienen könnt durch Arena-Kämpfe. Es gibt genug Dekorationsblöcke. Unter anderem, cool, ihr könnt rein theoretisch eine ganze Map allein nur mit Pokémon-Texturen bauen. Das ist ja cool. Gut, und auf der anderen Seite haben wir anscheinend irgendwie Kartenspiele. Es gibt doch, what the hell, Packs? Gym Challenge Boost Pack. Ihr könnt ja einfach Packs öffnen. Wie cool, dann könnt ihr nicht nur mit den Pokémon spielen, sondern auch noch Karten gegen eure Freunde spielen. Ja, was? Das ist ja cool. Das heißt, ihr könnt einfach in eurer Pokémon-Welt mit euren Freunden noch mit Karten Pokémon spielen. Das ist ja lol. Naja, gut. Soweit zu dem Creative-Menü. Gut, dann gehen wir mal auf die Suche nach... Ach so, das ist hier blau. Blau. Ja, hier ist sogar noch eine Arena. Guck mal. Was ist denn blau? Blau ist ein Poké... Nee, nicht Poké-Center. Was zur Hölle? Das ist einfach Eisenfelsen. Stimmt, Eisenfelsen braucht ihr später, um bestimmte Pokémon zu entwickeln. Gut, nachdem wir jetzt durch diesen ins Haus generierten Eisblock hier zu den Verkäufern gekommen sind, könnt ihr mal sehen. Ihr könnt hier anscheinend diese Fähigkeiten kaufen. Und bei dem hier könnt ihr Pokébälle, das gute Tafelwasser, das kennt man natürlich... Und so weiter, alles kaufen. Oh, ordentlich teuer, ey. Gut, ja. Okay, dann würde ich sagen, schnacken wir nicht lange und wir wollen mal ganz kurz einen kleinen Kampf machen. Nehmen wir so ein Level 5er. Welches Level bist du? Ein Beispiel, wie ihr zum Beispiel diese Früchte finden könnt. Hier, so sehen die Bäume dafür aus. Da haben wir zum Beispiel schon eine grüne und da hinten eine orangene. Und wenn ihr die dann rechts klickt, dann könnt ihr sie einsammeln. Und ich zeige euch dann später auch noch, wie man Pokébälle herstellt. Das ist eigentlich ganz interessant, aber auch aufwendig. Und ja. Was haben wir denn hier? Haben wir, oh Alter, wie klein können die werden? Noch ein Kikel. Level 4, Zigzags, gut. Übrigens, mit R könnt ihr euer Pokémon beschwören. Da schmeißt ihr ihn. Flamingo, der Auserwählte. Genau. So sieht unser Pokémon übrigens aus. Bleibt mal stehen hier, bitte. Wir wollen dich mal angucken. Hallo. Die sind echt schwer aufzuhalten, wenn die einmal laufen. Ja, so sieht das Modell von Flammiau aus. Eigentlich ganz süß, finde ich. Also, let's go. So, können wir die Kamera ein bisschen drehen? Kommt eine ganz lustige Musik. Und jetzt haben wir hier unten ein Interface. Was soll Flammiau tun? Er kann Heuler, Kratzer oder Glut einsetzen.
Wir können aber auch ins Inventar gehen und Pokébälle und alles benutzen, um ihn zum Beispiel zu fangen. Wir können flüchten oder wir können unser Pokémon auswechseln. Aber ich sag mal, wir setzen jetzt mal Kratzer ein. Jetzt Kratzer ein und er hat ungefähr 47% schon verloren. Zick, zick, setz Zäune ein. Flamios Angriff wurde gesenkt. Okay, ja, machen wir Glut. Und wir haben ihn besiegt. Wir erhalten 17 Erfahrungspunkte, haben den Kampf gewonnen. Und kriegen etwas dafür, dass wir ihn besiegt haben. Quick, um das Item zu nehmen. Ein Zigzagbrief. Okay. Können wir schreiben? Oh lol, wir können Briefe schreiben. Das ist ja cool. Das ist ja lustig. Okay, gut. Ja. So, je weiter wir unsere Flamme jetzt kämpfen lassen, und so levelt das dann später. Bis es sich ab einer bestimmten Stufe halb, glaube ich, dann einfach entwickelt, denke ich mal. Okay. Wollen wir uns jetzt aber nicht so lange damit beschäftigen? Wir wollen ein paar Pokémon sehen. Und ja, ich habe Crown Wolfy gefragt, welche Pokémon sie denn gerne sehen wollen. Und da kam direkt von Wolfy Evoli. Und zwar nicht nur Evoli, sondern auch jede einzelne Entwicklung. So, das gucken wir mal ganz kurz. Das hieß nicht Evoli in Englisch. Wie hieß denn das? Oder? Evoli? Nee. Wie hieß denn Evoli halt? Eevee. Genau, so hieß es. So, da haben wir das Evoli. Dann wählen wir das Evoli mal aus. Übrigens mit dem Pfeiltasten switcht ihr zwischen euren Pokémon hin und her. So, das ist Eevee. Okay, wir sind jetzt gerade im Schnee, das ist, glaube ich, etwas unpassend. Ich suche mal kurz ein gutes Biom. Oh, eigentlich ganz cute, Alter. Vor allem, wie die immer ihren Namen rufen. Aber warum, dass die immer vor allem wegrennen, finde ich ein bisschen blöd. So kann man sie kaum angucken. Weil, der wird doch mal stehen. Da ist es. Oh, eigentlich ganz süß. Und mit irgendeinem Bonbon konnte man die ziemlich schnell zum zur Evolution bringen. Ah, es hat eine neue Attacke gelernt. Cooler Auge. Cooler Augen. Ihr müsstet, um Evoli in verschiedene Arten zu entwickeln. Was zur Hölle ist der Typ da? Okay, ja, jetzt muss ich kurz mal raustappen. Dann kann ich euch auch gleich mal eben das Wiki dazu zeigen. Das ist nämlich sehr, sehr hilfreich. Wir kommen in Pixel und Wiki, den können wir auf Deutsch auswählen. Gehen wir auf die Pokémon. So, und dann seht ihr hier, haben wir alle von der ersten Generation, zweite Generation, dritte Generation, vierte Generation, fünfte Generation, sechste Generation, siebte Generation, achte Generation, neunte Generation. Und ihr seht, da sind noch nicht alle, aber die meisten. Hier haben wir Eevee. Eevee kann in 8 verschiedene Varianten sich entwickeln. Wir haben einmal Vaporeon, wir haben einmal Jolteon, Flareon, Espeon, Umbreon, Leafeon, Glaceon, Sylveon. Das sind alles die englischen Namen dafür. Ja, gut. So, ich habe jetzt mal ein paar gegeben. Also eigentlich alle Entwicklungen. Die fliegen einfach. Okay. Genau, und da ich ja nicht mehr als 6 Leute halten kann, wurden jetzt welche im PC gespeichert, der übrigens so aussieht. Und hier habt ihr dann alle möglichen Boxen. Bis zu 16 Boxen, glaube ich. Nee, mehr? Auf jeden Fall ziemlich viele Boxen. Wer ruft mich denn jetzt an, mein Gott? Voll die Purba hierhin. Das sind jetzt die ganzen deutschen Namen. Also voll die Purba, Aquana, Blitzer, Flamara, Psyana, Nachtara, Glaciola und Felinara. Ja, fangen wir doch mal mit voll die Purba an. Mein Gott, ist das groß. Ja, eigentlich doch. Ne? Wie geht's so? Ich glaube, ja, man kann sie sogar reiten. Schaut euch das an. Ihr könnt einfach auf Feuipurba und allen anderen auch noch reiten. Ui. Ich meine, das passt jetzt nicht so ganz von dem Sitzen her, aber sie haben es zumindest versucht. Und wenn ich mich recht entsinne, genau, ihr könnt oben rechts, seht ihr, noch die Fähigkeiten, die euer Pokémon hat. Das heißt, wenn ich jetzt hier B drücke, gut, jetzt kann es noch Sachen entdecken. Drücke ich bei ihm G. Suchst du was für mich? Nö.
Okay, dann nicht. Naja. Gut, gehen wir rüber zu Aquana. Sieht so aus. Ich weiß ja nicht, was die immer damit haben, sich so zu drehen. Jo, was macht ihr da? Hä? Wo ist es hin? Ja, eigentlich ganz cute. Ein Blitzer. Ja. Okay. Ja, ihr könnt natürlich sagen, wie euch diese Models gefallen. Dann haben wir noch Flamara. Nicht wundern, die rufen ihre englischen Namen, falls ich das noch nicht gesagt habe. Psyana. Das sieht natürlich typisch, so typisch aus wie so eine gedankenmanipulierende Katze. Wenn es die nicht sogar gibt, glaube ich. Ich meine, es gibt sogar so eine Katze. So, irgendwas mit Psycho, oder? Keine Ahnung. Dann haben wir Nachtara. Sieht auf jeden Fall ein bisschen weird aus, finde ich. Aber okay. Gut, dann nehmen wir uns noch die letzten eben. Einmal austauschen. Genau, Glaciola. Sieht so aus. Und Felinara, genau. Gute Frage, was das darstellen soll, aber das, ich hoffe, Wolfi, das ist so, wie du sie dir alle vorgestellt hast. Hast du irgendeine andere Attacke? Aber ich meine, Dings. Flamara konnte noch eine andere Attacke, richtig? Felinara, komm mal zurück. So, jetzt gucken wir mal kurz bei Flamara. Tatsache, was ist das? Eine andere Attacke, was macht die? Hä? Was habe ich denn jetzt bekommen? Schutz? Lol, ich habe einen Schutzeffekt vom. Oh, das ist ja cool. Naja, okay. Gut, dann gehen wir weiter und machen hier Charizard. War das Charizard? Ich glaube, das war Charizard. Genau. Und zwar einmal den Glurak. Den wollen wir uns auch mal anschauen. Glurak, komm mal her. Da ist er, der Glurak. Der hat sich ja Crow gewünscht. Ja, natürlich könnt ihr mit denen auch fliegen. Das ist auch ganz cool. Bisschen buggy, aber es geht. Schaut euch das an, Alter. das sieht ein bisschen falsch aus. Gut, aber ihr könnt jetzt auch, damit ihr das mal seht, hier bei Nutzblöcke einmal kurz unser Pokémon bearbeiten, den guten Glurak. Und zwar können wir jetzt hier die Form auswählen. Und zwar haben wir einmal die Mega Y, die Mega X und die Gigantamax-Variante. Machen wir kurz die Mega Y. Okay. Spawn ihn nochmal. Was zur Hölle ist das? Was ist das? Was bist du denn, Alter? Oh, ein Tauboss ist das? Junge, ist das Ding riesig. Was war das? Alles klar. Gut. Da wollte ich Glurak gerade bearbeiten. Mann, ey. Wollte mir eigentlich gerade die Mega Y-Variante angucken, so. Die sieht weird aus. Okay. Und Mega X ist eine schöne blaue Version, okay. Oh wow. Gigantamax-Variante. Und die sieht so aus. Die finde ich geil. So übelst albtraummäßig. Aber ja. Gut. Dann wurden sich noch zwei gewünscht. Und zwar Zoroark und Rayquaza. Gut, da haben wir sie. Einmal Zoroark und Rayquaza.
Gucken wir mal. Zorak, da ist er. Machen wir ausspielen. Zorak. Zurück. Okay, ja, zurück. Scheint ein übelst großer Wolf. Pokémon? Anscheinend. Okay. Und dann haben. Oh, das ist ein Mauzi. Und dann haben wir Rayquaza. Richtig. Jo. Ich hänge unter ihm beim Flug. Jo, diese Fluganimation sieht ja fresh aus. Sieht ja echt geil aus. Wollen wir mal noch hier links Zora kämpfen lassen? Am besten, was haben wir denn hier rumlaufen? Was bist du denn? Ein Terrybug. Okay. Du siehst auch interessant aus. Ein Käufwaff. Dann spielen wir mal gegen dich. Rayquaza, Klimaschutz beendet Wettereffekte. Was soll Rayquaza tun? Er soll bitte mal Antikraft einsetzen. Rayquaza setzt Antikraft ein. Käufer setzt Charm ein. Rayquazas Angriff sinkt stark. Drachentanz. Achso, unser Dings wurde erhöht nur. Luftschnitt. Oh, wir haben gewonnen. Wir erhalten 990 Erfahrungspunkte. Und ein volle Block. Geil. Wir können mal ganz kurz in unser Pokédex schauen, denn da sind jetzt nämlich auch die verzeichnet, gegen die wir gekämpft haben. Da ist ein Tauboss. Junge, Alter, das ist ja. Interessant. Hier sind dann alle Entwicklungen. Hier ist der Zickzacks, Poifaf und so weiter. Ja, gut, dann machen wir noch ein paar Pokémon, die ich gerne sehen würde. Gut, da haben wir Relaxo und da haben wir Pummeluff. Wollen wir beide mal noch anschauen. Pummeluff, ich spiele dich aus. So sieht's aus. Springt herum. Es kann halt fliegen, what the hell? Übelst winzig. Und Relaxo. Ich dachte, der wäre größer. Wollen wir mal gucken, was das größte Pokémon eigentlich ist? Jetzt bin ich gespannt, ob wir es haben. Eternatus brauche ich. Ja, als wenn das. Die haben da. Okay. Da ist es. Da ist es. Das größte Pokémon, was existiert. Jo, das sieht fresh aus. Das sieht fresh aus. Und das Lustige ist, passt auf, Leute. Ich kann es einfach noch größer machen. Größe, gigantisch, ja. Passt auf. Los geht's. Das muss aber ein legendäres sein, oder? Ist das ein legendäres? Kann ich die fliegen? Ja. Deine Hitbox ist zu groß. Oh, Alter, die Hitbox. Jo, was dreht sich bei ihm da drin? Das ist ja cool. Und welche gibt es ja irgendwie noch? Geschlechtslos, Pellets, Form. Und Enddynamax. Es gibt noch eine krankere Form. Ihr wollt mich doch jetzt verarschen. Ich kann dich gar nicht richtig angucken, weil ich zu klein bin dafür. Jo, was ist das? Was ist das Pokémon? Was ist das für ein Pokémon, Alter? Hier in den sogenannten Gyms habt ihr auf jeden Fall genug, ja, Sachen, um gegen Leute zu kämpfen. Hier sind so viele Trainer und so weiter. Sachen zum Looten. Sollen wir kurz gucken, wo ist denn hier? Hier, das ist unser Pokécenter hier. Lass uns da kurz unsere Pokémon heilen. Hallo, haben wir bitte meine Pokémon?
Da werden sie geheilt. Oh, die haben leider nicht die originalen Sounds drin, sonst hätten sie einen Copyright-Strike bekommen. Wo ist denn hier das große Gym? Ach, das Ding hier. Gut, dann gehen wir mal rein. Was haben wir denn hier? Mauzi haben wir. Boss, hier haben wir nur Bosse drin, aber wir gehen direkt zu dem ganz hohen. Welchem Dings bist du denn? Gucken wir mal. Arceus. Gib jetzt Finger aus. Was soll denn Dalus tun? Unser Level 70, der hat auch Level 70. Das sieht aber echt nett aus. Wir machen einen Giftschock. Haben wir ihn getötet? Agathe ausgesendet. Und das setzt Giftschock ab. Hat keine Wirkung. Ach so, der Stell ist Pokémon gewechselt, bevor. Oh lol. Dann machen wir Drachenpuls. Das ist nicht sehr effektiv. Ja, das ist ein Pflanzen-Pokémon, richtig? Und wir sind. Was für Pokémon? Konfusstrahl. Wurde verwirrt. Bitte warten, ist verwirrt. Wir sind von Stacheln umgeben. Ja, wir sehen unser Pokémon nicht. Ach, da ist es! Jo, was ist das denn? Giftschock. Setzt Genesung ein. Wieso heilt er sich? Und wir sind gleich tot. Wir fliehen. Das wird hier nichts. Wir müssen noch stärker werden. Ah, ihr seht aber, das ist schon eigentlich ziemlich geil gemacht. Tatsächlich, da haben wir es. Okay, ich würde sagen, Feuerstur. Es ist nicht sehr effektiv. Und da das brennt. Oder hat durch die Verbrennung Schaden erhalten. Nice. Einer Schaden. Okay, wir haben 50% runter. Einmal konfusen bitte. Nicht sehr effektiv. Da ist wurde verwirrt. Sehr gut. Feuersturm. Volltreffer. Ist zwar nicht sehr effektiv, aber egal. 16%. Und einer Schaden. Ja, haben ihn. Das ist der Kampf gewonnen. Dynamox-Bonbon. Medialism. Cool, wir kriegen auf jeden Fall geile Sachen. Du hast einen Schlüsselstein gefunden. Wie willst du ihn ausrüsten? Oh, eine Brille, Halskette. Armband. Armband sieht geil aus, glaube ich. Ach, da. Das sehe ich jetzt. Das ist ja geil. Ach, da sehe ich es auch. Das ist ja cool. Gut. Ja. So, das Video geht ja jetzt schon eine ordentliche Weile. Also zumindest, glaube ich, beim Recording-Programm. Ich werde es aber auf jeden Fall so kurz wie möglich noch zusammenschneiden, dass es hoffentlich nicht über 30 Minuten geht. Und ich zeige euch mal ganz kurz noch in der Mods. Also ihr habt jetzt gesehen, ihr habt ein paar Pokémons gesehen. Ihr habt einen Kampf, paar Kämpfe gesehen. Ihr habt hier mal so ein bisschen Arena-mäßig was gesehen. Und ich werde euch zeigen, wie man Pokebälle herstellt. Genau, ihr braucht hier nämlich. Ach, man kann es tatsächlich nur noch so craften. Also ihr braucht die Deckel und ihr braucht, je nachdem, was ihr haben wollt, Halbkugeln, die ihr dann aus neuen Barren craftet. Genau, und dann noch einen Knopf und dann craftet ihr nämlich diese Bälle. Was ist das denn? Damit, wenn Pokémon gefangen wurde, Pokémon stirbt, steigt schneller die Freundschaft. Ah, okay. Gut. Ja, man kann natürlich auch noch Pokémon züchten, aber das würde ich, glaube ich, in einem anderen Video mal zeigen. Wenn ich habe nämlich Bock irgendwie mit Kumpels das zu zocken. Und da auch das Angebot an euch, Crown Wolfie. Hättet ihr Bock, vielleicht einfach mal Minecraft mit diesen Pokémon zu spielen? Weil ich setze gerade einen Server dafür auf. Also komplett von mir aus. Und das wäre schon ziemlich cool, wenn ich da ein paar Leute zusammenkriege, denen wir das spielen könnten und dann eigene Kämpfe machen und traden. Das wird so geil. Dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Und ja, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, macht's gut und ciao. Euer Red Gamer.